Met hulp diverse linke initiatieven, welche nebenbei auch noch fürstlich durch den Staat alimentiert werden, wird unter anderem die Abschaffung aller Flüchtlingsheime in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Asylbewerber soll stattdessen selbst bestimmen, wo und wie sie leben möchten. Daher wird ausschließlich die Schaffung dezentraler Unterbringungsmöglichkeiten an geeigneten Orten gefordert. Selbstverständlich möchte man vorzugsweise in Städten untergebracht werden, wobei ausreichend Zugang zum öffentlichen Nahverkehr, zu Ärzten, sozialen Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten sicherzustellen ist. Insbesondere Sozialämter und Ausländerbehörden möchten laut Forderungskatalog so nah sein, dass sie schnell und ohne hohe Kosten erreichbar sind. Des Weiteren wird gefordert, dass qualifizierte Deutschkurse ab dem ersten Tag der Ankunft und unabhängig vom Status der Asylbewerber angeboten werden. Dass zeitnah überall dort, wo Asylbewerber leben, Schulklassen eingerichtet werden, in denen Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wird. Man fordert Ermäßigung in kulturellen und sozialen Einrichtungen, Krankenkassenkarten für Asylbewerber und Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten für Asylanten, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden und somit noch nicht einmal feststeht, ob jene überhaupt asylberechtigt sind. Auch die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern möchte sich doch rasch auf die Befindlichkeiten unserer Asylbewerber einstellen. So werden verpflichtende Fortbildungen zu kultureller, religiöser und geschlechtlicher Diversität für Polizisten gefordert. Selbstverständlich soll sich laut Forderungskatalog auch der Anteil von Polizeibeamten nicht deutscher Herkunft erhöhen. Notrufe und Notaufnahmen in Krankenhäusern sollen ebenfalls sprachlich und kulturell auf Personen eingestellt sein, die kein Deutsch sprechen und nicht aus Deutschland kommen. Und weil es mit Bargeld in den Taschen gleich doppelt so schön ist, wird die ersatzlose Streichung von Gutscheinen gefordert. Dass der ganze Spaß vom ohnehin geschröpften deutschen Steuerzahler zu tragen wäre, scheint unseren Asylbewerbern und ihren Unterstützern nur herzlich wenig zu interessieren. Überdies lassen jede Forderung nur ein Schloss zu. Unsere Asylanten sind nicht gekommen, um vorübergehend Schutz zu suchen. Nein, sie sind gekommen, um zu bleiben. Und zulasten der deutschen Mehrheitsbevölkerung möchte man sich hier so bequem wie möglich einrichten. Darüber hinaus wird das unkontrollierte Aufeinanderprallen von Menschengruppen aus den unterschiedlichsten Kultur- und Religionskreisen erhebliches Konfliktpotenzial. So verdeutlicht die jetzt Gewaltexzesse in Hamburg, wo sich Kurden und Salafisten blutige Straßenschlachten lieferten, wie brisant das Thema ist. Im Zuge der unkontrollierten Einwanderung werden Konflikte entfernte Regionen nach Deutschland importiert und stellen somit eine massive Bedrohung für die innere Sicherheit dar. Auch die um sich greifende Deutschenfeindlichkeit mehrheitlich muslimischer Einwanderer hat sich längst zu einem handfesten Problem entwickelt. Gerade in überfremdeten Problemvierteln bundesdeutscher Großstädte, in welchen türkische und arabische Zuwanderer die Mehrheit stellen, werden Deutsche täglich Opfer gewalttätiger Übergriffe, Raum- und wesensfremder Menschen. Wie der Islamkritiker Michael Mannheimer feststellte, kam zwischen 1990 und 2011 etwa 7.500 Deutsche durch Migrantengewalt ums Leben. Weitere 3 Millionen Deutsche wurden im selben Zeitraum Opfer gewalttätiger Übergriffe durch Einwanderer. Die Opferzahlen dürften sich bis heute um einiges erhöht haben. Jede Woche werden 7 Deutsche durch Migranten getötet und etwa 3.000 misshandelt.
stellt Mannheimer hierzu fest. Ebenso lässt sich die Tatsache, dass Ausländer in erschreckender Regelmäßigkeit, gerade bei schweren Straftaten wie Vergewaltigungs-, Körperverletzungs- und Tötungsdelikten, überproportional in den Kriminalitätsstatistiken vertreten sind, nicht einfach so vom Tisch wischen. Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, um was für Menschen es sich eigentlich handelt, welche im Zuge der anhaltenden Asylantenstämme derzeit über unsere Grenzen wandern. Die Frage, ob sich unter ihnen eventuell auch Gewaltverbrecher befinden, dürfte vor dem Hintergrund, dass es sich nur schwer nachvollziehen lässt, was der Einzelne in seinem Herkunftsland so getrieben hat, völlig legitim sein. Die Probleme, welche Verausländerung und Überfremdung mit sich bringen, werden im Windschatten der derzeit über uns hereinbrechenden Asylantenflut vor unsere Haustüren getragen. Bereits heute leben 16,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in den Grenzen der BRD. Prozentual gesehen entspricht dies 20% der Gesamtbevölkerung. Gewiss kann man nur einige hunderttausend aus Deutschland ziehen, wie beispielsweise Aussiedler oder Spätaussiedler mit deutschen Wurzeln. Allerdings ändert sich am Ergebnis nicht viel. Somit bleibt festzuhalten, dass schon heute fast jeder fünfte Einwohner in der Bundesrepublik Deutschland nicht deutscher Herkunft ist. Im Jahr 2007 berechnete das Statistische Bundesamt, dass der Staat jährlich 77,62 Milliarden Euro für Migrationshintergründe aufbringen musste. Importierte Konflikte, die uns nicht angehen, Gewalt aus purem deutschen Hass und kaum zu beziffernde Kosten, das wohl die Grundexperiment des herrschenden Machtverhältnisses ist auf ganzer Linie gescheitert. Und doch lassen sich die Überfremdungsextremisten in den tonangebenden Ebenen der BRD selbst durch tausende Todesopfer, durch importierte Migrantengewalt nicht von ihrem eingeschlagenen Kurs abbringen. Ständig werden neue Anreize geschaffen, welche fremde Menschen zu Hunderttausenden in unsere Heimat einladen. Demzufolge bleibt auch die Stadt Würzburg nicht verschont. Neben den bereits vorhandenen Asylunterkünften im Waldweg, der Dämmerstraße und der in der Werner-Sindlinger Straße ist der Landkreis Rostock fleißig damit beschäftigt, weitere Wohnungen und ganze Gebäude anzumieten, um immer mehr Asylanten in unserer Stadt einzuquartieren. Ziel sei es, vor allem dort neue Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen, wo bereits Asylbewerber untergebracht sind. Wir wollen uns weiter auf Güstrow, Bützow und Bad Doberan konzentrieren, erklärte der stellvertretende Landrat Rainer Bold erst kürzlich den Lesern der Schweriner Volkszeitung. Unaufhörlich strömen Menschen völlig fremder Wesensart über unsere Grenzen und verändern mehr und mehr das Antlitz unserer Heimat. Die Überfremdungswut der Herrschenden handelt längst auf Ingelburg und den Landkreis Rostock nieder. So erwartet der Landkreis eine monatliche Zuweisung von bis zu 80 Asylbewerbern durch das Land. Bundesweit werden nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für das laufende Jahr rund 300.000 Asylbewerber erwartet. Die Überfremdung unserer Heimat hält demnach nicht nur an, sie nimmt zudem noch an Fahrt auf. Mit massiver Schützenhilfe durch Staat und Gesellschaft wächst vor unseren Haustüren eine reale Bedrohung heran. Eine Bedrohung, welche die Wurzeln unserer Existenz zu beseitigen versucht. Selbstsicher beanspruchen Raum und kulturfremde Menschen bereits heute ganze Stadtviertel für sich und sind nicht gewillt, auch nur einen Quadratmeter preiszugeben. Jährlich druckt der Staat Milliarden Steuergroschen in die Zuwanderung und lässt das deutsche Volk somit seinen eigenen Untergang finanzieren.
Von links bis zur Mitte lässt man keine Tat verstreichen, an dem man sich nicht für mehr Ausländerrechte und noch mehr Zuwanderung stark macht. Bereits heute wandern Menschen fremder Herkunft durch sämtliche Institutionen des Staates und gewinnen unaufhörlich an politischer und gesellschaftlich relevanter Macht. Es kann nur ein Wille, ein Plan hinter all dem stecken. Anders lässt sich eine Politik, welche dermaßen gegen die Interessen des eigenen Volkes handelt, nicht erklären. Wir Nationalisten sind die einzige Kraft, die sich der wachsenden Überfremdung und dem längst eingesetzten Umvolkungsprozess entschieden entgegenstellt. Wir wollen keine multiethnische Gesellschaft, in welcher der Einzelne als entwurzeltes und heimatloses Geschöpf in einer anonymen Masse untergeht. Wir wollen als Deutsche unter Deutschen leben. Wir fordern einen sofortigen Ausländerstopp. Wir fordern ein konsequentes Programm zur Ausländerrückführung. Entgegen der herrschenden Politik, an dessen Ende der heimatlose Einheitsmensch steht, welcher lediglich als moderner Wirtschaftsklave zu dienen hat, fordern wir die Rückbesinnung zur gesunden Volksgemeinschaft. Angesichts der sich entwickelnden Verhältnisse bleibt uns jedoch nicht mehr viel Zeit, das Ruder herumzureißen. Somit rufen wir Sie auf, liebe Güstrowerinnen und liebe Güstrower, schließen Sie sich uns an, tragen Sie Ihren Protest auf die Straße und lassen Sie jene, welche Wind gesät haben, Sturm ernten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.